Audi RS Q3 Sportback. Ich bin gespannt, wie das Ding abgeht. Ich finde optisch das Auto wirklich super. Ich bin gespannt, ob der meinen Audi A8 schlagen kann. Wir haben, nur zur Information, unseren Audi-Händler gewechselt. Ja? Wir sind ab sofort Partner von Audi Zentrum Krefeld, Tölke und Fischer, und werden nicht mehr von unserem alten Händler betreut. Ne? Warum? Hier ist A, um die Ecke, B, die haben von jedem RS-Modell mindestens eins stehen. Und das ist natürlich bombastisch für uns. Ja, auf jeden Fall, wir haben mit dem Chef telefoniert von Tölke und Fischer, der Herr Link, schöne Grüße, ein ganz, ganz netter Mann. Und der André ist der Verkaufsleiter bei Tölke und Fischer. Und die haben uns letzte Woche Freitag besucht. Ja, die fanden bei uns auch sehr schön. Und ich glaube, wir passen vom Level her wirklich sehr gut zusammen. Deswegen fahren wir dahin. Seid gespannt. Ich bin selber gespannt. Die haben alles neu renoviert. Und es soll ein richtig, richtig schönes Audi-Zentrum sein. Ne? Seid gespannt. Bis gleich. So, da sind wir hier angekommen in Krefeld bei Tölke und Fischer. Also ich weiß nicht, ob das die Werkstatt ist, aber das sieht aus wie bei uns in der Küche. Ja, also tico taco. Richtig gute Lage hat der Laden. Direkt an so einer schönen Hauptstraße. Ne? Audi Sport. Wahrscheinlich, weil die so viele RS-Modelle haben. Oh, schön hier. Wow. Das nenne ich ein Audi-Auto. Ja, hier haben wir Platz. Ne? Und diesen Monat vor allem hergerufen. Das ist die Mitarbeiterkantine? Genau, das ist unser Pausenraum für die Mitarbeiter. Okay, das ist ja noch besser als bei uns. Komm, ich zeige euch mehr. Schaut euch diesen Raum hier an. Das ist wie in Amerika, diese Teppiche, guck mal. Ganz weiche Teppiche. Ne? Schön. Das ist unsere CPL-Lounge. Hier können wir für Kundenwunsch die Fahrzeuge auf den iPad spezifizieren. Und dann kann der Kunde sich den Wagen entweder hier drin oder über unsere Audi Live in 3D anschauen. Wenn wir das Fahrzeug fertig spezifiziert haben, schicken wir es denen dann per Link nach Hause. Ne? Dann hat quasi das Auto quasi in 3D. Per E-Mail. Achso, ist danach auch hoch. Okay. Das ist Audi. Geil, ne? Sehr schön. Sehr schön. Ich bin begeistert. Unsere Küche. Das ist eine Werkstatt. Das ist eine Werkstatt. Und hier wird es gearbeitet. Ja, genau. Hier gucken wir uns unsere Kunden, die mit ihrem Auto kommen. Hey. Cool, hier, hier wird gearbeitet. Wir haben Freitag mittags und deswegen ist das hier schon, glaube ich, wird's aufgeräumt, oder? Genau. Und deswegen steht hier nichts mehr so großartig in der Werkstatt. Also hier ist auch noch so. Hier ist unsere Karosserie. Ja. Respekt an die Mitarbeiter, dass die das so, oder die Geschäftsleitung, dass das so hier alles picobello aussieht. Und es ist nicht geplant worden, dass wir extra hier hinfahren. Also, nee, das war jetzt tatsächlich. Das war wirklich spontan. Also kein Spaß. So, Aufbereitung und Auslieferungshalle. Check. Die Auslieferungshalle. Und das ist natürlich auch genügend Platz für dementsprechend Auslieferung. Aber allein das Licht hier, das ist ja. Ja, hier kannst du. Ich habe zuerst gedacht, das ist ja diesen so Bogen. Hallo. Und das ist der RS Q3? Nein, das ist tatsächlich nur der Q3 Sportback. Aber mit der dementsprechenden S-Line-Optik. Das sieht jetzt schon gut aus. Ne?
Ich finde, das sieht schon sportlich aus, finde ich. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein RS, aber na, das ist der S. Da bin ich auf dem RS gespannt. Also wie ich gerade hier merke, hier bei Kölkel und Fischer in Krefeld, ist nicht einfach nur kaufen ein Auto und gehen nach Hause, sondern einfach ein kleines Erlebnis. Das ist ja wahrscheinlich wie eine Abholung in Ingolstadt, ja, ist vergleichbar hier. Wirklich so ein Erlebnis, was Schönes, ein schöner Tag, wirklich. Wow. Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist Stroh. Das ist Stroh. Nein, also ist das ein Vollelektro? Nein, das ist ein Hybrid. Okay. Also wie war denn? Ne? Cool gemacht. Brennermotor und Hybrid. Geht das per Hand oder elektrisch? Rein per Hand, raus elektrisch. Das ist ja cool. Normalerweise haben die so nicht so schöne Klappen an der Seite. Finde ich das cool. Du kannst es zumachen. Audi halt. Audi. Vorsprung durch Technik. Heißt das, das stimmt. Der ja. älteste Slogan, aber der bleibt in den Köpfen. Was so. Ist der Audi R8? Eine limitierte Version. War das nicht eine limitierte Version? Doch. Ne? Ja, genau. Und dementsprechend auch tatsächlich einer der letzten Audi R8, die auf dem Markt erhältlich sind. Ganz exklusiv hier bei uns. Okay. Also das heißt, wenn ich jetzt so einen Audi R8 in grün haben will? Keine Chance mehr. Quatsch. Kann man nicht mehr bestellen. Gibt es quasi nur noch die wenigen, die nicht verkauft sind und noch zu haben sind. Also wer so einen Audi R8 sucht, das ist der letzte, kann man nicht mehr bestellen. Ja, finde ich sehr schön, wirklich. Ganz speziell die Leute. So, RSQ8 sollte man zumindest auch noch mal einen Blick drauf haben. Ja, direkt anders als unser Diesel, den wir hatten. Ja. Die dicken Audi und Roll. Ja. Auch sogar wirklich die Logos im Schwarz. Also wirklich derjenige, der das Auto hier bestellt hat, hier die Ausstellung, der hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Mhm. Mhm. Voll. Und da hat jetzt 600 PS glatt, oder? 127.000 Einstiegspreis. Gut, wenn man guckt, was ein Urus kostet, ist das günstig. Ja? Und ich meine, für die Leistung sowieso. Ja? Also ich meine, 600 PS, Audi PS, ne? Kosten immer etwas. Das ist der RSQ3, ja? Das ist der RSQ3. Farbe passt schon, ja? Also die Farbe ist schon so meins. Ist das deins? Ja, Farbe ja. Nur ein bisschen viel Chrom. Guck mal, ich mach dir den mal auf. Okay. Gucken wir es mal ohne mich. Schön. Wirklich schön. Guck mal her. Ah, tschack. Fühlst du mich in einem Rennwagen? Das ist ein Rennwagen. Also was ich hier richtig schön finde, ist wie bei dem Audi A7, dass quasi dieses Monitor oder Navigationssystem oder wie nennt man das? Dieses Bordcomputer oder das ist ja mittlerweile ein MMI. MMI. Ja, dass er zu mir gekippt ist. Ja? Also wenn ich hier sitze, ja, dann hat er so ein bisschen zu mir so ein bisschen gekippt. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Weil bei meinem Lieblingsauto Audi A8 ist das gerade. Ja? Und das finde ich auch schöner. Vermisse ich auch bei meinem A8, dass hier so ein bisschen Alcantara ist. Bei mir ist das schon glatt, aber hier finde ich das einen Ticken schöner. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, genau so ist das. Und wir fahren jetzt dann am Wochenende und machen dir ein richtig, richtig cooles Video. Ja? Also seid gespannt, bis dann. Ciao. Schönes Auto, wirklich. Ich freue mich auf das Wochenende. Ne? Und ja, guck mal, da kommt der gleiche. Nur als S. Schau mal. Ach, das war der kleine Wiesel. Ich hab den großen Benziner. Bis dann. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake games, stay in peace. I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me.
When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't know me.